Wunder. Sorry, ich muss mal mein Mikrofon hier richten. So. Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Ah, es passt noch nicht so richtig. So, jetzt. Witcher 3 mit Paxis. Und es fällt mir gerade erst auf. Was ist denn das bitte für ein krasser Himmel, ey? Was ist denn das? Wie viele Sterne sind denn das, bitteschön? Das ist mir ja vorher gar nicht aufgefallen. Ist ja richtig geil. Unglaublich. Und jetzt haben wir hier leider eine Frau zum Weinen gebracht, weil wir das Spiel kaputt gemacht haben. Es tut mir wirklich sehr leid, aber wie ich es schon mal gesagt habe, es geht hier ernsthaft um Leben und Tod. Leben und Tod. Sorry, kleiner Versprecher, den ich mit Absicht gemacht habe, weil ich dachte, es wäre total lustig. Und ich glaube, es war auch total lustig. Ich habe alle gelacht. Haha. Nein, ich stehe nicht unter Drogen. Noch nicht. Haha. Oh Gott, was ist jetzt gerade los? Total billige Scherze, einer nach dem anderen. Vielleicht ist das mein neuer Stil. Billige Scherze, schauen wir mal. Ja. Oh, sorry. Versuche natürlich so schnell wie möglich zu machen, deswegen falle ich auch überall rein, weil es geht ja um Leben und Tod. Ich werde auch nicht hinreiten, ich kann mir nicht vorstellen, dass es schneller ist, als wenn ich hier querfeld einlaufe, weil das geht plötzlich wahrscheinlich wieder nicht. Wenn ich dem Weg nachgehen würde, wäre es natürlich schneller. Ah, hat man das hier schon gehabt? Nee, die Palastgärten. Die herrlichen Gärten an den Ufern der Seide Ligard und auch der Palast von Buclair wurden in den Elfenkriegen beinahe zerstört. Meister Pharamond, der die Restaurierung leitete, tat zwar, was er konnte, doch einige der sensiblen Pflanzen waren nicht zu retten. Heute wachsen im beliebten Erholungsgebiet für Höflinge vor allem Fichten, Olivenbäume, Buclair-Eichen, Rosensträucher, Wacholder, Rhododendron und natürlich Wein. Und noch eine! Und noch eine! Da sind wir doch schon. Wenn du geruhst, Herrin? Ich geruhe nicht. Ich handle aus höchster Notwendigkeit. Erklärungen gibt es später. Aber es ist gegen die Regeln. Ich bin die Regeln. Geralt, endlich. Hab einen Schlüssel und einen Hinweis. Ich habe auch einen. Zeig mir deinen. Wer hat diesen Plunder geschrieben? Am Anfang hält dich das Ei in der Mitte auf Trab. Dann folgt die Maus, der man zuerst einen Hut für den Kopf mitgab? Am Anfang hält dich das Ei in der Mitte auf Trab, dann folgt die Maus, die man zuerst einen Hut auf dem Kopf mitgab. Ein Bauernhof, eine die Palastspeisekammer, ein Treibhaus, ein Tierpark. Ich habe keine Ahnung, was ich mir verstehe. Okay, lass mal überlegen. Ein Bauernhof, ein Ei hält in der Mitte auf Trab und dann folgt die Maus, der man zuerst einen Hut auf den Kopf mitgab, wüsste ich jetzt nichts, was das mit einem Bauernhof zu einer Palastspeisekammer. Auch nicht. Ein Treibhaus. Ei in der Mitte auf Trab, dann folgt die Maus. Also ich tippe auf Treibhaus, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Das ist zu rätselhaft. Ich habe keine Ahnung, was gemeint sein könnte. Dann sei still und lass mich nachdenken. Ein Ei in der Mitte hält uns auf Trab. Ein Ei in der Mitte von Trab. Treib! Und eine Maus, die zuerst einen Hut auf dem Kopf trägt, am Anfang. Treib und Haus. Treibhaus. War auch meine Idee. Ausgefuchst. Das hört sich gut an. Es gibt mehrere Treibhäuser im Garten, aber nur eins kann man abschließen. Und der Schlüssel, den wir gefunden haben, sieht ganz richtig aus. Also das Treibhaus. Auf geht's. Also ich habe auch auf Treibhaus getippt, aber was ist denn das für ein Rätsel gewesen, dass man der einfach die Namen quasi so ein bisschen abgeändert hat? Also da wäre ich nie drauf gekommen, dass es davon abgeleitet wird. Krass, wie viele Erfahrungspunkte man bekommt. Warte hier. Zum Lappen! Ja.
Was war das? Ist also wirklich ein Vampir, so ein Bruxa. Ich bin hier. Ist das vielleicht deine? War sie mal. Aber behalt sie nur. Ich habe eine neue. Ich kenne dich nicht. Ich habe dir nichts getan. Du schlachtest zuerst eine Bruxa, die mir lieb ist. Und dann stellst du mir nach. Warum? Du hast 4 unschuldige Menschen umgebracht. Mindestens. Und du? Wie viele Unschuldige hast du auf dem Gewissen? Gar keine. Ich habe eigentlich immer versucht, nur Schuldige platt zu machen. Ich töte keine Unschuldigen, aber Mörder, gewiss. Ich bin bald fertig. Mir fehlt nur noch einer. Und du, wenn du mich nicht in Ruhe lässt. Und wenn du fertig bist, ziehst du weiter und tötest anderswo? Nein. Ich beabsichtige zu leben. Bis an mein seliges Ende. Oh Gott, das kann ja jetzt noch nicht schon der Kampf gegen den Mörder sein. Das war's dann ja. Also dann ist es doch vorbei. Aber wahrscheinlich gibt's noch andere als ihn, denke ich mal. Seele, da kommen. Also, ich bräuchte eigentlich meine Katze. So. Du solltest bleiben, wo du warst. Regeneriere! Ich weiß, dass du in Schwierigkeiten bist. Ich kann helfen. Ich helfe mir selbst. Nein, er ist mein Freund. Hallo, Geralt. Regis? Alles in Ordnung? Alles gut. Alles in Ordnung. Solche Wunden heilen bei Vampiren im Handumdrehen. Aber es ist ewig her, mein Freund. Jedenfalls in menschlichen Zeitdimensionen. Wie ist denn das möglich? Als ich dich zuletzt sah, warst du... Ich war ein blubbernder, konturloser Fleck. Spektakulär mit einer Säule in einem gewissen Palast verschmolzen. Meine Verfassung hat sich ein wenig verbessert, wie du siehst. Ich bin nicht in Höchstform, bewahre. Aber wäre ich ein Mensch, würde ich wohl als Halbgott durchgehen. Es tut mir leid. Was geschehen ist, war meine Schuld. Ich hatte noch keine Gelegenheit, mich zu entschuldigen. Das musst du nicht, Geralt. Es ist vorbei. Niemand hat mich gezwungen, dich auf diese Expedition zu begleiten. Ich kann mich an den Typ überhaupt nicht mehr erinnern. Also, keine Ahnung. Also, wir können ja da mal durchlesen, was bei dem Charakter da steht. Und mir kommt er total bekannt vor, der Regis, aber ich weiß gerade nicht mehr. Ich kann ihn gerade nicht mehr verbinden. Ob der in Witcher 2 dabei war? Das könnte sein. Eine bemerkenswerte Regeneration. Wie hast du das gemacht? Ich bekam Hilfe. Von dem, den du jagst. Von ihm? Wie das? Und was hast du all die Jahre gemacht? Das ist weder der Ort noch die Zeit für diese Geschichten. Ich nehme an, wir können uns später in Ruhe unterhalten. Jetzt müssen wir uns mit dem Grund unseres Hierseins befassen.
Oh, das klingt doch wieder nach großem Drama, von wegen entweder den blöden Vampiren helfen oder die umbringen und das ist doch alles... Na, ja, mal gucken, hoffentlich wird's nicht so schwierig. Ein Mörder, den ich jage, offenbar kennst du ihn, was bringt dich nach all den Jahren wieder her? Es ist also kein Zufall, dass du hier bist. Ich freue mich, dass deine deduktiven Fähigkeiten noch so gut erhalten sind. Ich bin wegen Detlef hier. Ich fürchte, er hat sich in ernste Schwierigkeiten gebracht. So heißt er also. Und er ist dein Freund? So kann man es nennen. Allerdings ist Detlef, wie würde ein Mensch sagen, animalischer als ich. Aber keine Sorge, wir arbeiten daran. Ihr habt es ja noch nicht sehr weit gebracht. Er hat einen Ritter getötet, seit ich eingetroffen bin. Und davor mindestens drei andere. Es dürfte handfeste Gründe gegeben haben. Detlef ist kein dekadenter Milchbart, der tötet, weil es ihm Spaß macht. Oder um sich die Kehle zu netzen. Wie kannst du dir da so sicher sein? Welche handfesten Gründe sollten das sein? Was hat er denn deiner Meinung nach für Gründe? Das will ich herausfinden. Dann werde ich ihn überzeugen, wie falsch sein Vorgehen ist. Scheinst ihm ja einiges zuzutrauen. Es sieht zwar nicht so aus, aber ihr zwei seid euch recht ähnlich. Ihr habt edle Herzen, aber ihr neigt zu weniger edlen Taten, wenn die Umstände euch zwingen. Weißt du noch, 964? Das ist 300 Jahre her. Die Angst ging um in Rivien, Lyrien und Spalla. Frauen und Kinder starben, ihre zerstückelten Leichen bedeckten die Felder. Die Bestie von Lyrien, ich habe davon gelesen. Fast 200 Leute hat sie umgebracht, bis sie angeblich irgendein vom Propheten gesegneter Wilderer mit einem Dolch erledigt hat. Detlef hat sie erledigt. Dann stieß er auf einen Wilderer, der im Unterholz bei seinen Fallen schlief. Er warf ihm den Kadaver der Bestie vor die Füße. Und die Legende war geboren. Okay. Warum hat Detlef das Monster erledigt? Warum schützen wir das? Vampire helfen Menschen selten. Er muss eigene Gründe gehabt haben, die Bestie zu töten. Du irrst. Er tat es nur aus einem Grund. Sie hat einen Jungen getötet, der Detlef einst auf der Straße einen Apfel hatte schenken wollen. Nein, wie edel. Du hast kein Altruismus-Monopol, mein Freund. Vilgefortz hat mich eingeschmolzen. Detlef fand meine Überreste. Nach unserem Kodex hätte er die Wahl gehabt, mich zu lassen, wo ich war, oder sich um meine Überreste zu kümmern. Er entschied sich für das Zweite und regenerierte mich mit seinem eigenen Blut. Das ist kein kleines Opfer, falls du ermessen kannst, was es für einen Vampir bedeutet. Vermutlich bedeutet das für euch dasselbe wie für uns. Du schuldest ihm dein Leben. Noch viel mehr. Wir wurden zu Blutsbrüdern. Und dieses Band ist stärker, als Menschen es sich vorstellen können. Darum weiß ich, dass etwas nicht stimmt. Dein Empathievermögen war schon immer überentwickelt. Jeder Vampir hat ein besonderes Talent, das er im Laufe der Jahrhunderte immer weiter verfeinert. Dadurch sind Vampire auch so schwer zu klassifizieren. Detlefs starke Seite ist der Gruppeninstinkt. Er zieht die Gesellschaft niederer Vampire der von Menschen vor. Wenn er also unter euch wandelt und mordet, dann muss ihn etwas aufgebracht haben. Und zwar sehr. Gibt es da was Bestimmtes, das ihn so in Rage gebracht haben kann? Wie soll ich das erklären? Detlef versteht weder Menschen noch ihre Welt, ihre Regeln oder Konventionen. Er ist gewissermaßen naiv. Er weiß nicht, was Lügen und Täuschen bedeutet. Er ist also schlecht angepasst und übt jetzt Rache? Jedenfalls kann mangelnde Anpassung zu Konflikten führen. Aber diesmal? Ich weiß es nicht. Aber ich werde es herausfinden. Ich muss ihn finden, bevor ihn etwas noch mehr aufbringt und Beauclair in Blut versinkt. Dann haben wir ja ein gemeinsames Interesse. Wie in alten Tagen. Nicht ganz. Wenn ich ihn finde, dann... Ja, du hast einen Auftrag. Aber eigentlich sollst du das Biest am Töten hindern, nicht das Biest töten. Oder?
Unterm Strich schon, ja. Suchen wir ihn auf. Bis dahin hoffe ich, dich überzeugt zu haben, dass Detlef kein Untier ist. Ja, ist ja schon gut. Bislang spricht jedenfalls allerhand gegen ihn. Hörst du? Der Suchtrupp. Die Ritter müssen mir gefolgt sein. Es wäre besser, wenn sie mich nicht fänden. Ich habe auf dem Friedhof Mère Lachaise Long Quartier bezogen. Treffen wir uns dort. Bis dann. Das will auch so ein Vampir sein, verdammt nochmal. Hexer, wir kamen so schnell uns die Pferde trugen. Doch sie waren wohl nicht schnell genug. Wo ist das Biest? Sprich! Ich bin noch dabei, diesen Ort zu untersuchen. Zieh deine Männer zurück, bevor sie alle Spuren zertrampeln. Meine Herren, wir müssen den Hexer seine Arbeit tun lassen. Der Mord an Milton darf nicht ungerecht bleiben. Hat er jetzt unseren Freund Milton schon umgebracht, oder was? Triff dich auf dem Meere, Lechalibabababa, Friedhof mit Regis. Ja, erstmal muss ich mich heilen und regenerieren uns mal. Wir regenerieren uns nicht mehr, meditieren, sorry. Emil Regis, okay, Emil Regis, das will ich auf jeden Fall durchlesen. Ich muss wissen, wer das ist. Emil Regis. Emil Regis. Detlef von der Eretein. Ja, lesen wir gleich. Erstmal muss man Emil Regis durchlesen. Emil Regis. E. A, B, C, D. Emil Regis, da. Ruhelek Terziev Gudefreu. Geralt verfolgt die Ritter Miltons Mörder mit wilder Entschlossenheit. Diese Jagd endete damit, dass Geralt einem sehr gefährlichen Feind... Ach, bevor ich das weiter erzähle oder lese, was mir gerade so einfällt, was ich mir vorgenommen habe jetzt, also für mich alleine, persönlich, ich werde mir irgendwann mal die Zeit nehmen und jeden Charakter nochmal durchlesen, weil ich einfach denke, dass ich dann nochmal von der Lore, wie man heutzutage sagt, einfach von der Geschichte, denke ich, würde ich dann noch so ein bisschen was erschließen, was ich halt mittlerweile einfach vergessen habe oder wo ich die Zusammenhänge nicht mehr sehe. Deswegen werde ich mir irgendwann die Zeit nehmen und wirklich nochmal jeden durchlesen, aber das werde ich nicht aufnehmen, weil es wird sowieso niemanden interessieren. Also, Geralt verfolgt Ritter Miltons Mörder mit wilder Entschlossenheit. Diese Jagd endete damit, dass Geralt einem sehr gefährlichen Feind gegenüberstand. Der Mörder führte Geralt zu einem alten Lagerhaus, wo er ihn in eine Falle lockte. Ein bitterer Kampf entbrannte, bei dem Geralt im entscheidenden Moment von Regis gerettet wurde, einem höheren Vampir und einem alten Freund. Hier sollte ich erklären, dass Regis vor Jahren zu Geralts Mitreisenden zählte. Ich gehörte ebenfalls dazu und mit uns gemeinsam aufbrach und nach Ciri suchte. Hä? Das ist doch Witcher 3, die Suche nach Ciri. Rittersporn war dabei, ja, aber Regis, der Vampir, war der mit dabei? Gemeinsam bestanden wir viele faszinierende Abenteuer und Regis erwies sich als loyaler Freund, dem man sein Leben anvertrauen kann. Traurigerweise endet die Expedition für Regis auf tragische Weise. Er wurde von Vilgefortz getötet und von ihm blieb nur noch ein nasser Fleck übrig. Deshalb war der Hexer äußerst erstaunt, seinen alten Freund wiederzusehen. Schließlich war Regis damals vor seinen Augen gestorben. Aber schließlich war dies nicht Regis letzter Tod und auch nicht sein erster gewesen. Als junger Mann war Regis ein Freigeist gewesen und hatte dem zügellosen Blutdrängen gefrönt. Sein Lebensstil führte dazu, dass er von verärgerten Dorfbewohnern abgeschlachtet wurde. Er brauchte 50 Jahre, um sich davon zu erholen, was für einen Unsterblichen jedoch so gut wie keine Zeit ist. Als er sich vollständig erholt hatte, hörte er für immer mit dem Bluttrinken auf. Jahrelang hatten wir gedacht, er wäre für immer von uns gegangen, doch nun stand er im Lagerhaus am Hafen vor Geralt. Regis erklärte, dass er sich, der Rest ist nicht so interessant, dass er sich erholt hätte und nach Toussaint gekommen war, um Detlef einen Freund zu suchen. Das waren die dramatischen Umstände, die Regis und Geralt im Beauclair erneut zusammenführten. Sie konnten ihr Wiedersehen jedoch nicht lange genießen, denn sie hörten, wie sich weitere Personen näherten. Da Regis ein Zusammentreffen mit aufgebrachten Menschen vermeiden wollte, verabredeten sie sich zu einem Treffen auf dem Friedhof, wo sich Regis vorübergehend häuslich niedergelassen hatte. Okay, nee, ich glaube, das kam nicht vor im Spiel, oder? Ihr könnt es mir gerne schreiben, aber ich glaube... Habe ich es denn so krass vergessen? Das kann doch nicht sein. Vor allem, dass er umgebracht wurde, das hätte ich doch nicht vergessen. Das ist nach einem spannenden Tod. Merkwürdig. Auf jeden Fall, die Geschichte entwickelt sich immer mehr, immer geiler. So, machen wir mal Licht. Ja. Ist die Fackel etwa nicht gebeindet? Tatsache. 16 Stück haben wir noch. Ich weiß gar nicht, wie lange das dauert, bis so eine Fackel verbraucht ist. Ich hatte noch nie Probleme, dass wir zu wenig Fackeln hatten. So, schauen wir mal, was
noch so hier drin ist. Ich suche nach wie vor nur nach Vitriol. Der ganze Rest ist mir eigentlich egal. Ich will auch nicht so großartig rumklauen. Vitriol, was war das andere? Nigredo war es, Nigredo. Spielzeuginventar, okay, da haben wir wieder Mist mitgenommen. Aber ich kann natürlich nichts liegen lassen, was man lesen kann und was ich noch nicht gelesen habe. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob dieser Friedhof wieder am nächsten dran ist oder ob wir jetzt mal so ein Haupt-, so eine Nebenquest in die... in diesem Spiel angreifen. Mal gucken. Klettern aber erstmal da hoch. Nein, nicht runterklettern. Du solltest das aufheben, was da liegt. Das da. Liebesbrief, schon wieder einer. In Hearts of Stone gab es auch einen. Geliebte Clara, du kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich ich bin, dass das Lagerhaus geschlossen wurde. Es ist so gut zu wissen, dass uns niemand im Wege steht, wenn wir uns sehen und in die Arme schließen wollen. Weder mein Vater noch deine Mutter. Ihnen wird nie der Gedanke kommen, dass wir uns in diesem geschlossenen Lagerhaus treffen. Ich muss schon beim Gedanken lachen, dass sie wie zuvor über die Dächer klettern oder die Binsen entlang des Flusses durchstöbern. Selbst jetzt, da ich diese Zeilen schreibe, habe ich große Sehnsucht nach dir. Hoffentlich wird es wie gestern sein. Ich kann nur für dich sprechen, sondern nur für mich. Was? Ich kann nur, das ist bestimmt ein Schreibfehler, da soll stehen. Ich kann nicht für dich sprechen, sondern nur für mich, aber ich wünschte mir, dass wir das Lagerhaus, unser Märchenland, niemals verlassen müssen. In Sehnsucht, dein Albert. Okay. Gute Herren, wir müssen den Hexer seine Arbeit tun lassen. So, dann schauen wir mal. Es scheint aber ziemlich weit weg zu sein, wenn ich gerade die Schrittanzahl gesehen habe. Ja, wir werden auf jeden Fall erstmal hier hingehen, an das Anschlagbrett dann, weil da kommen dann logischerweise auch nochmal neue Nebenquests und ein paar Fragezeichen. Und dann schauen wir, welches Quest am nächsten ist, aber das ist gar nicht so weit weg, wie ich gedacht habe, also es könnte gut sein, dass dann doch das als nächstes ist und wir die Nebenquests später angehen, aber das macht ja nichts, weil wir die angehen. Natürlich gehen wir zuerst mal zum herzoglichen Kämmerer und gucken, was es da gibt. Machen wir aber beim nächsten Mal. In diesem Sinne, liken, kommentieren. Tschö, tschö.